Heute wird es ekelhaft, aber so richtig ekelhaft, also wirklich ekelhaft. Ich mein Bruder, so widerlich, aber nee, das ist nicht mal in Ordnung, Bruder, so ekelhaft geil war das. Willkommen zu meiner Review zur 7. Folge von Chainsaw Man. Heute muss man sagen, Denji geht aufs Ganze und man könnte sagen, der Typ opfert sich. Also mal im Ernst, der hat richtig gegeben, also wie viele von den Leuten hätte das gemacht? Abgesehen jetzt von Aki und so. Wie viele, ne? Er hat's durchgezogen. Finde ich cool. In diesem Moment will Denji nämlich kämpfen. Und er springt ja auch dementsprechend runter und lässt sich hier von diesem einen Teufel verschlingen und kommt dementsprechend aber auch als Chainsaw Man wieder raus. Weil wie gesagt, er will kämpfen, er will nicht einfach so irgendwie sterben oder sonst irgendetwas, wenn er schon am Sterben liegt fast. Dann richtig. Und das ist der wichtige Punkt. Klar, dieser Kampf ist nicht ganz besonders, aber wir sollten mal darauf angehen, dass dieser Teufel Denji bzw. Chainsaw Man kennt. Vielleicht haben diese Teufel so eine Art Community-Raum, was jetzt irgendwie ein bisschen komisch klingt, aber der spricht davon, dass er Chainsaw Man nicht so schwach in Erinnerung hat. Also, das ist irgendwas mit Bushida wahrscheinlich. Oder sollte man das jetzt anders verstehen? Weil Chainsaw Man ist doch irgendwie erst seit kurzem da. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber Anime-Onlys, was sind eure Gedanken eigentlich dazu? Sagt's mal raus, was denkt ihr eigentlich, was das alles zu bedeuten hat? Und glaubt mir, ich weiß, wenn du den Manga gelesen hast. Zu Himeno gab's auch ein paar Flashbacks, der einfach nur klar machen soll, dass wirklich nur bekloppte Teufelsjäger werden können. Also so richtig. Hier war zum Beispiel ein Typ, der mit Himeno über ihre verstorbene Partner gesprochen hat. Und er meinte, wer Furcht gegen einen Teufel zeigt, wird der Teufel dementsprechend halt stärker. Und das macht die Sache halt immer schlimmer. Aber bei verrückten Jägern ist das irgendwie eine ganz andere Sache. Diese können sich gut gegen einen Teufel stellen, da die Teufel am Ende selbst mit der Angst zu kämpfen haben und irgendwie nicht durchblicken können. Aber so ein Verrückter muss man erstmal sein. Und die Sorge von Himeno liegt bei Aki. Sie will gar nicht, dass Aki den Pistolenteufel bekämpft. Weil sie nämlich allgemein hier das Gefühl hat, dass er halt stirbt. Und das nicht wegen der Stärke des Teufels, nein, sondern wegen Akis Charakter. Da er so cool ist und diese Art und Weise hat, macht das schon Sinn. Und hier ist es nämlich so, dass Himeno dies auch bei Denji nun sieht. Junge, ich sag's euch, Denji trinkt einfach mal dieses Blut von diesem Teufel, um einfach weiter anzugreifen. Also egal wie, ihr wisst ja wissen, dass wenn Denji kein Blut mehr hat, geht seine Kettensäge nicht mehr weiter am Laufen. Und hier ist die Sache, er hat einfach gedacht, komm, er trinkt das Blut von diesem Teufel, auch wenn es ekelhaft ist. Er stellt sich halt vor, es ist irgendwie so Marmelade. Keine Ahnung, was er davon hat. Aber er trinkt es, er nimmt es und kann dadurch immer weiterlaufen bis zum geht nicht mehr. Also bis dieser Teufel ausläuft. Irgendwie schon schlau, aber ekelhaft. Digga, er macht es richtig deutlich. Also das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Aber es funktioniert. Aber Himeno sieht es einfach, dass Denji wirklich derjenige sein kann, der den Pistolenteufel erledigen kann. Und am Ende sieht sich Aki und die anderen im Hotelzimmerbett irgendwie wieder. Also die haben geschlafen aus irgendeinem Grund und der Teufel hat letztendlich vor Denji aufgegeben, da ihm dieser Schmerz einfach zu viel war und zeigte irgendwie dessen sein Herz und Denji machte es einfach mal schnell und kurz und ja, allgemein wie gesagt, der Kampf an sich war jetzt nichts Besonderes, es hat einfach nur klar gemacht, wie das hier einfach nur irgendwie war. An sich muss ich sagen, Mappa hat das hier wirklich gut durchgezogen, vor allem ja auch mit diesem Teufel, auch wenn es nicht viel war, die haben hier richtig gute Arbeit geleistet, also die Leute, die daran arbeiten, fand ich super und allgemein, beschweren braucht man sich da auch gar nicht. Also super gemacht wieder mal. Damit sind die aber auch aus dem Hotel endlich raus. Und alles dank Denji. Jetzt ist aber klar geworden, das ist einfach so wie so ein schlechter Witz, aber es ist wirklich so. Denji hat tagelang gegen diesen Teufel gekämpft. Wie viele Tage wurde jetzt nicht gesagt. Also genau, es wurde nur gesagt, dass er halt ein paar Tage gekämpft hat. Und alle waren halt wirklich ein paar Tage da eingeschlossen. Und letztendlich haben die alle da geschlafen. Nur Denji nicht. Er hat gekämpft und weiter gekämpft und weiter gekämpft. Immer wieder. Also dieser Teufel hatte auch schon sehr viel Mumm gehabt, so weiterzumachen. Natürlich. Also, es hat schon eine Ewigkeit gedauert. Keine Ahnung wie, aber es ist verrückt gewesen. Ich denke auf jeden Fall mal, dass jetzt ein paar Tage vergangen ist, nachdem auf jeden Fall Denji noch zum Krankenhaus gebracht worden ist. Hier muss man sagen, dass Himeno und Aki hier zusammen am Reden sind, genau genommen auch am Arbeiten sind und wieder so eine Art Fragmente suchen von den Pistolenteufel. Und hier sagt nämlich Himeno, dass sie eine Willkommensparty mit den neuen Leuten machen will. Also mit Denji, Power, Kobeni und Rai, denke ich mal. Aber der Grund ist auch ein bisschen anders, denn nach der Sache mit dem Teufel im Hotelzimmer möchte Kobeni und Arai kündigen, laut dem, was sie gehört hat. Himeno denkt aber, dass es sich eher darum handelt, dass die beiden Denji halt töten wollten. Und jetzt haben die deswegen so ein schlechtes Gefühl. So, denen tut das schon ein bisschen leid, so was ein bisschen verrückt klingt. Aber ja, denen tut es halt wirklich leid. So eine Party kann schon die Stimmung wieder aufheben lassen. Aber Aki will einen Tag haben, wo Makima dabei sein kann.
Denn jetzt ist es nämlich so, Makima ist nämlich wegen Untersuchungsarbeiten in Kyoto und möchte die Sache mit dem Teufel, der gezielt Denji wollte, untersuchen. Da ist wohl ein bisschen mehr, wovon Makima ein bisschen Ahnung hat, was natürlich so eine Bedeutung an sich hat. Ne? Interessant ist es ja. Jedenfalls sind alle jetzt schön essen, schön trinken und da sind irgendwelche Charaktere, die wir jetzt eigentlich nicht kennen, aber die scheinen nett zu sein, ist es aber auch ziemlich unwichtig. Denji erinnert Himeno an den Kuss. Aber hier müssen wir noch gedulden, denn sie will noch ein bisschen trinken. Und dann gab es noch so eine Vorstellung von den Neulingen. Denji stellte sich auch nochmal vor, was hier für die meisten am interessantesten war, ist nämlich, dass sie erfahren haben, dass Denji 16 Jahre alt ist. Wahrscheinlich. Ne? Das weiß er selber nicht, aber das ist halt schon ein bisschen Überraschung für den einen anderen. Ist aber auch ganz in Ordnung so. Und auch Arai hat sich hier vorgestellt und gab nämlich preis, dass er einen Pakt mit einem Fuchs hat. Also ähnlich wie der von Aki. Aber schon interessant. So, ist schon interessant, dass man etwas wie dieses erfahren hat. Kobini gab jetzt nicht bekannt, mit wem sie einen Pakt hat, weil das möchte sie geheim halten. Aber was sie gesagt hat, was mich schon ein bisschen überrascht hat, Digga, sie hat 9 Geschwister. Das ist schon krass eigentlich. Also sie ist auch eine jüngere Geschwister. Aber ich muss sagen, in dieser Folge haben die wirklich niedlich gezeichnet. So, im Manga hatte sie jetzt nicht dieses Hütchen auf, aber ich muss sagen, das sieht schon süß aus. Das hat schon was irgendwie. Muss man schon sagen. Und sonst gibt es eigentlich so gar nicht da in diesem Moment irgendwas abzuklären. Wie gesagt, die sitzen da, die machen halt so nichts Besonderes. Nur es ist halt irgendwie erstaunlich, wie realistisch dieses Gefühl, keine Ahnung, so ist. Keine Ahnung. Ich meine, ihr müsst verstehen, stell dich mal vor, ihr lebt in Japan und das ist ja quasi normales Leben, wenn du halt irgendwie nach der Arbeit wahrscheinlich irgendwo essen gehst oder trinken gehen willst. Und ich habe halt auch vieles gelesen, was die Leute in Japan so gesagt haben, dass das irgendwie so richtig gut angekommen ist, weil das so real ist, so ein Gefühl. Wo ich schon das nur mal erwähnen wollte. Wie gesagt, MAPPA produziert das hier gut und bringt auch genau diese Szene, wie die halt so alle trinken, dort ziemlich gut rüber mit ihrer Animation und ihrer Realness. Keine Ahnung, feiere ich auch schon ein bisschen ab. Aber viel kann man ja nicht sagen, denn jetzt wird es erstmal richtig pervers. Leute, Denji hat jetzt erstmal erfahren von den anderen Kollegen, dass Himeno quasi jeden neuen dort küsst. Also für Denji ist die Sache hier sowas von safe. Er weiß, er bekommt einen Kuss. Darauf freut er sich so richtig. Aber hinter ihm kam einfach mal Makima, was Denji sehr überrascht hat, denn er versucht sein Bestes jetzt abzustreiten, dass er einen Kuss bekommt. Aber Makima erinnert ihn wieder dran und fragt ihn, was das mit dem Kuss auf sich hat. Es ist einfach so gut, ne? Wie ihm das peinlich ist, weil er mag sie, aber er will auch trotzdem den Kuss haben. So, ehrlich ist er aber zu sich selbst. Aber auch gut war nämlich Akis Versuch, aus Makima etwas mehr herauszufinden, bezogen auf Denji. Da ja die Sache ein bisschen unschlüssig ist, weil man ja wissen müsste, gibt es da irgendwie mehr, was man über Denji wissen sollte, was Denji ja nicht mal selbst weiß. Ne? Allgemein aber. Und sie sagt, wer mit ihr mithalten kann, mit dem Alkohol, dem wird sie es auf jeden Fall verraten. Aber Bro, ich sag's euch, Makima ist hier auf ein ganz anderes Level in Sache Alkohol trinken. Also sie zeigt wirklich nichts. Irgendwie gar nichts, Alter. Sie zeigt so richtig gar nichts. Ähnelt ein bisschen so eine Szene aus Heroes, wer die Serie kennt. Also sie hat wirklich sehr viel getrunken und zeigt nicht an, dass sie betrunken ist. Das ist wirklich schon erstaunlich. Aber Junge, jetzt kommt der Moment, den Denji unbedingt wollte. Der Moment, Leute, auf den er sich gefreut hat. Der Moment, warum er gekämpft hat, um überleben zu wollen. Himeno kommt zu ihm, küsst ihn. Wirklich. Sie steckt ihre Zunge in seinen Mund. So richtig. Aber sie hat sich einfach in Denjis Mund übergeben, Bruder. Bah, ekelhaft. Ohne Scheiß, das ist so widerwärtig, ne? Aber genau das ist es. Genau das ist es, Junge. Das macht Chainsaw Man eigentlich aus. Das ist der Humor in dieser Serie. Und ich feiere das so unnormal ab, Alter, wie sie einfach in ihn gekotzt hat. Oh Gott, ekelhaft, Alter. Und Alter, der Typ schluckt das runter. Ich meine, verständlich, sein Leben war die Hölle. Er musste gucken, wo er Essen bekommt. Und es ist ein Motto, alles zu essen, was er bekommt, ist halt einfach so. Aber es ist so ekelhaft geil. Ey, Junge. Oh Gott. Naja, alle sind fertig und wollen jetzt nach Hause gehen. Nur Denji ist jetzt nicht da, weil er halt tatsächlich von Himeno einfach so mitgenommen wurde. Also ihr müsst verstehen, sie ist betrunken und hat ihn einfach mitgenommen. Und man sieht es halt deutlich, dass sie noch betrunken ist. Denn die liegen beide im Bett. Und allgemein, gute Szene, wie die halt noch ihm Wasser gegeben hat, von Mund zu Mund, fand ich auch noch ziemlich gut gemacht. Aber hier will ich nochmal klar machen, dass die beide im Bett liegen. Himeno irgendeinen Scheiß labert, weil sie ja betrunken ist. Und Himeno zu Denji geht. Und sie legt sich einfach mal schlicht neben ihn und sie fragt ihn, wollen wir?
Tja, das hier kann alles sein. Wollen wir irgendwas anderes? Wollen wir hier und das? Und damit endet Folge 7 von Chainsaw Man. Wie gesagt, Mappa hat hier wirklich wieder Schlichtes geleistet. Also Anfang ein bisschen Action so an sich. Dann haben wir ein bisschen hier interessante Sachen erfahren so. Was man so der Gedanke raufgeht. Ne? Warum Chainsaw Man? Was ist jetzt mit ihm? Es ist doch nur Denji. So, es ist wahrscheinlich da ein bisschen mehr mit Chainsaw Man. Es ist wahrscheinlich viel mehr mit Chainsaw Man. Müsst ihr verstehen. Weil die Sache ist, für Aki und Himeno ist auf jeden Fall die Sache schon mal klar, dass Makima hier etwas weiß und verheimlicht. Aber die wollen es auch herausfinden. Und Makima geht ja nicht ohne Grund irgendwo weg wahrscheinlich. Nach Kyoto ist schon ein bisschen übertrieben so. Es ist nicht mal kurz eine Reise. Mal gucken, ob man dann irgendwie was nächste Woche erfahren könnte. Aber es ist ziemlich lustig gewesen. Vor allem natürlich muss man sagen, die Kotze war natürlich zensiert. Aber ich weiß nicht so. Ich dachte auch so, zeigen das so richtig deutlich. Im Manga war es auf jeden Fall ziemlich strange. Also es war richtig, richtig gezeichnet so. Klar, kannst du machen, ne? Im Anime ein bisschen zensiert, aber ich glaube, das hat jetzt nicht so jeden gejuckt, finde ich. Egal, Leute, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich natürlich sehr interessieren, was euch hier zu sagen habt. Also wirklich, eure Meinung ist hier tatsächlich gefragt. Nächste Woche bin ich gespannt, was hier irgendwie Denjis Antwort zu Himeno ist. Mal gucken. Wenn euch auch diese Review gefallen hat, dann würde es mich natürlich nochmal sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich und die Links kannst du mal gerne ein Abo da lassen.